Hey Leute, heute als kleines Abschlussvideo, bevor ich auf Abschlussfahrt gehe und eine Woche erstmal nicht da sein werde in SSO, wollte ich euch ein kleines Video zeigen mit Karamellhaar mal wieder, wo ich die Vorteile von Fort Pinter als Heimatstall zeige. Viele sind in Epona oder noch im Anfangsstall. Ich war am Anfang auch ganz lange im Moorland auch. Oder die meisten sind in Silverglade. Aber ich wollte euch mal die kleinen Vorteile von Fort Pinter zeigen. Und zwar, also, der allergrößte Vorteil natürlich hier in Fort Pinter. Ich mache mal die Grafikqualität runter. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu. So, ich mache es einfach mal ganz runter. Dann lag es auch nicht so. Die allgemeinen Vorteile sind natürlich die Fähren, die überall hinfahren, und zwar nach Südhu. Klar, von Epona aus kommt man auch nach Südhof, aber von hier aus kommt man direkt nach Jalaheim und nach und zum Westkapfischerdorf. Man hat eine ziemlich schnelle Anbindung zu Silverglade, also es ist gar nicht so weit bis nach Silverglade. Und ja, ansonsten Pferdemarkt. Es gibt hier einen Strand zum Baden. Es gibt alles Mögliche hier, um glücklich zu werden. Und oh, da kennt mich jemand. Ja, so, ich habe hier vorhin Briefe geschrieben, deswegen. Und ja, was gibt's hier oben noch? In Fort Pinter gibt's, klar, in Silverglade gibt's das alles neben dem Stall, aber hier gibt's direkt ein Star Stable Shop, ein Ankleideshop, ein Friseur, sogar zwei Friseure, dann Secondhand, viele kleine Stände, wo es tolle Sachen gibt, dann ein Haustierladen und eine Disco. Ich finde halt einfach die Anschlüsse von Fort Pinter aus her sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin oder was findet ihr, was ist für euch der beste Heimatstall? Silverglade, weil ihr von da aus überall hinkommt? Oder ist es irgendein anderer Heimi, wo ihr seit Jahren lang seid und total glücklich seid? Für mich und bleibt es auf jeden Fall Fort Pinter. Es war mein erster Heimi, den ich gewechselt habe. Und ich bin nach zuvor glücklich hier. Ich finde die Anschlüsse toll. Die Gegend hier ist wunderschön. Ich mag den Strand unten furchtbar gerne. Man kommt schnell an andere Orte. Und man kommt auch, finde ich, auch mit Silverglade natürlich sehr schnell nach Braydale und nach Peakgrove. Die meisten lassen sich mit dem Transporter hinfahren, aber hier gibt es auch in der Umgebung jetzt speziell sehr viele Landschaftsmöglichkeiten, finde ich auch. Und ja, also das finde ich sehr praktisch. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr Fort Pinter als Heimi für euch? Oder wäre das gar nichts für euch? Lasst mich einfach mal wissen. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche. Ist zwar ein kleines, feines Video gewesen, aber mehr wollte ich auch nicht drehen, bevor ich wegfahre. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in einer Woche wieder.